Aus dem Karl-Liebknecht-Haus ist jetzt Janine Wissler bei uns. Frau Wissler, ich grüße Sie. Guten Tag. Haben Sie sich denn perspektivisch schon nach einem neuen Job umgesehen? Wenn Frau Wagenknecht am Montag ihre neue Partei vorstellt, dürfte die Linke ja in absehbarer Zeit in der Bedeutungslosigkeit verschwinden. Nein, warum sollte ich? Ja, weil ich es gerade sagte, Ihre Partei dürfte dann ja wahrscheinlich nicht mehr viel zu sagen haben. Ich kämpfe für eine starke Linke. Ja, aber dieser Kampf ist ja offenbar dann ein Kampf gegen Windmühlen. Denn wenn jetzt mindestens 3 Abgeordnete zur Wagenknecht-Partei wechseln sollten, dann verlieren Sie ja Ihren Fraktionsstatus und damit auch umfangreiche finanzielle Mittel. Ja, wir haben uns sehr dafür eingesetzt, dass die Fraktion erhalten bleibt. Wenn die Fraktion nicht mehr besteht, dann trägt dafür alleine Sarah Wagenknecht und die anderen Abgeordneten die Verantwortung, die die Fraktion verlassen. Aber das heißt ja nicht, dass wir als Linke nicht weiterhin unsere Position sowohl parlamentarisch als auch gesellschaftlich vertreten werden. Selbstverständlich, die Linke ist die Partei, die für Umverteilung steht, für gute Arbeit, für bezahlbares Wohnen und für eine Abschaffung der Zweiklassenmedizin. Also dafür werden wir selbstverständlich weiter streiten. Und ich halte es für unverantwortlich, was Sarah Wagenknecht macht in einer Zeit wie dieser, wo viele Menschen nicht wissen, wie sie ihre Einkäufe und ihre Mieten bezahlen sollen, in einer solchen Zeit nicht die Linke zu stärken und dafür zu sorgen, dass es eine gescheite Oppositionspolitik gegen die Ampel gibt, die ja wirklich eine verheerende Politik macht, sondern in solchen Zeiten, in denen die Rechte erstarkt, die Welt voll Krisen und Kriege ist, in einer solchen Zeit halte ich einen solchen Ego-Trip in der Tat für unverantwortlich. Sie scheinen ja bei der Politik, mit ihrer Politik bei den Bürgern aber nicht anzukommen. Die Linke verliert ja auch ständig Stimmen. Na, es ist natürlich auch ein Problem, wenn man als Partei von innen heraus derartig demontiert wird. Also, dass man vom politischen Gegner angegriffen wird, das kennen wir und das ist auch normal. Aber natürlich hinterlässt das auch Spuren und natürlich sorgt das für eine Verunsicherung bei Wählerinnen und Wählern, wenn die ganze Zeit davon die Rede ist, eine eigene Partei gründen zu wollen. Und natürlich hat die Linke auch andere Probleme und die können wir anpacken, wenn diese Situation jetzt geklärt ist. Es ist ein freies Land, jeder kann eine neue Partei gründen. Ich halte das für eine Schnapsidee. Aber wer das machen möchte, kann das tun, aber bitte nicht mit Mandaten, die durch die Linke errungen wurde. Die Menschen haben die Linke gewählt und unser Wahlprogramm. Und dann kann man nicht einfach sagen, ich wechsle die Partei und vertrete jetzt was ganz anderes, aber ich nehme die Mandate mit. Das halten wir für unverantwortlich. Naja, und ansonsten warten wir mal, wie es sich entwickelt. Also Aufstehen war ja nach 8 Wochen oder 12 Wochen schon wieder quasi vorbei. Das war das letzte Projekt von Sarah Wagenknecht. Also werden wir mal abwarten, wie sich die ganze Sache entwickelt. Ja, allerdings sind die Mandate, von denen Sie gesprochen haben, die sind personengebunden, nicht parteigebunden. Haben sich denn jetzt bei Ihnen schon Fraktionsmitglieder geoutet, will ich mal sagen, die die Linkspartei verlassen? Oder stochern Sie da noch im Nebel? Naja, also man muss schon sagen, dass die Menschen ja die Linke gewählt haben und wir haben 3 Direktmandate, alle anderen sind über die Listen der Linken eingezogen und deswegen ist es selbstverständlich so, dass die Menschen der Linken und dem Wahlprogramm der Linken die Stimme gegeben haben und ich deswegen auch der Meinung bin, dass Abgeordnete da natürlich auch in der Verantwortung sind. Also natürlich gibt es die Freiheit des Mandates, aber es ist einfach politisch unanständig zu sagen, ich lasse mich wählen für etwas und mache dann etwas ganz anderes oder vertrete eine ganz andere Gruppierung und deswegen kann ich nur alle auffordern, den Fraktionsstatus nicht zu gefährden und eben das zu machen, wofür wir alle gewählt sind. Wir sind linke Abgeordnete. Unser Job ist es, Opposition gegen die Ampel zu machen und Alternativen zur fatalen Politik der Ampel vorzulegen. Das ist unser Job. Dafür sind wir gewählt. Das erwarten die Menschen von uns. Allerdings sind ja trotzdem einige, die Bild-Zeitung hat ja schon Namen genannt, Klaus Ernst ist dabei, Mohammed Ali ist dabei, also es sind ja schon einige und Frau Dagdelen, die da offenbar mitgehen werden. Also sie werden allem Anschein nach den Fraktionsstatus dann da verlieren. Aber warum haben Sie denn das Zerwürfnis mit Frau Wagenknecht nicht verhindert? In der Wirtschaft und Sozialpolitik, da liegen die Positionen ja gar nicht so weit auseinander. Einer der wichtigen Knackpunkte hingegen ist die Migrationspolitik. Bei der Zuwanderung, da steht Frau Wagenknecht ja bekanntlich auf der Bremse. Warum sind Sie da nicht auf Frau Wagenknecht zugegangen?
Weil ich es für falsch halte. Ich bin froh, dass es eine Partei im Deutschen Bundestag gibt, die gegen die Asylrechtsverschärfungen ist und eine Partei, die sagt, Asyl ist ein Grundrecht. Die Probleme, die wir heute haben in den Kommunen von zu wenig bezahlbarem Wohnraum oder Lehrkräftemangel, das sind doch keine Probleme, die Geflüchteten oder die Zahl der Geflüchteten dafür ursächlich ist, sondern das ist die falsche Politik der letzten Jahre. Wir haben kein Flüchtlingsproblem, wir haben ein Verteilungsproblem, weil es genug Geld in diesem Land gibt, aber es zutiefst ungerecht verteilt ist. Wie kommen Sie darauf, dass es genug Geld ich der Meinung, Deutschland dass, ist gar nicht die linke so reich, Position, wie Sie immer behaupten. Das stimmt doch gar nicht. Wenn man sich das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf anschaut, dann liegen wir weltweit auf Platz 18. Selbst europaweit liegen wir nur auf Platz 12. Norwegen, Luxemburg, Niederlande, das sind alles Länder, die weit vor uns liegen. Wieso sagen Sie immer, das Land sei so reich? Das stimmt doch letzten Endes gar nicht. Wenn die Kommunen sagen, sie kommen mit dem Geld nicht mehr klar, sie wissen nicht vorne und hinten und es geht gar nicht nur um das Geld. Wir haben offenbar auch keine Unterbringungsmöglichkeiten mehr für all diese Menschen. Also ich bestreite ja gar nicht, dass die Kommunen zu wenig Geld haben, aber schauen Sie sich doch bitte die Zahlen an. Also es kann doch keiner ernsthaft bestreiten, dass wir in einer der reichsten Volkswirtschaften der Welt leben. Die Reichen werden immer reicher. Schauen Sie sich die Übergewinne an, die alleine gemacht wurden von Energiekonzernen, von Lebensmittelkonzernen. Das stimmt doch nicht, was Sie da sagen. Gewinne, die dort gemacht wurden und die nicht abgeschöpft wurden. Und wir haben in Deutschland eine steigende Zahl an Milliardären. Wir haben eine steigende Zahl von Einkommen. Möchten Sie mich bitte antworten lassen oder möchten Sie... Darf ich ja, aber meine Sie behaupten, laufen, Sie behaupten, laufen die Dinge, geben, die einfach oder? So nicht stimmen. Das muss man doch dann aber auch klar sehen. Sie kommen jetzt auf Konzerne zu doch, sprechen. Natürlich stimmt das. Ich gebe Ihnen mal ein konkretes Beispiel. In Hessen besitzen zwei Familien so viel Geld, wie die gesamte Staatsverschuldung des Landes Hessen beträgt. Wir haben mittlerweile eine dreistellige Zahl von Milliardären in diesem Land. Und schauen Sie sich mal an, die wer die reichsten Männer in diesem Land sind. Das sind die Besitzer ja von Lebensmitteln, von Einzelhandelskonzernen. Und diese Gewinne steigen immer weggehen. Weiter. Also offenbar, die Familie, die Sie da in Hessen ansprechen, wahrscheinlich die Familie Quandt, die BMW-Besitzer, deren in Firmenzentrale dann noch in Bad Homburg liegt. Aber solche Leute, die können auch weggehen. Wir haben das an der Familie Porsche und Piëch gesehen. Die wohnen heute in Österreich. Andere gehen in die Schweiz. Es dürfte sehr schwierig sein, diese Umverteilung, sagen Sie, die Sie führen da ansprechen. Sie das Interview mit sich? Also möchten Sie mit mir ein Interview führen oder möchten Sie... Also ja, Sie haben mich gerade ja etwas gefragt und soll ich genau. meine Antworten weiterführen oder sollen wir, oder das, sollen wir das Sie Interview an der tun, Stelle aber beenden? Sie sprechen, also ganz Sie klar von ist es, zwei wir brauchen eine Familien. Wiedereinführung der Vermögenssteuer. Wir wollen eine Übergewinnsteuer. Wir haben eine Studie vorgelegt, wie man 100 Milliarden Euro zusätzlich über eine vernünftige Übergewinnsteuer hinkriegen könnte. Vermögenssteuer gibt es aber in die Deutschland Leute gehen nicht. Doch dann natürlich weg. Wachsen die Vermögen in Deutschland. Also außer Ihnen kenne ich auch niemanden, der das bestreitet. Ich habe nicht bestritten, dass die Vermögen wachsen. Ich habe nur bestritten, dass die Leute, die Sie da dann eben abschöpfen wollen... Na, da sind wollen, wir uns doch einig. Wenn die Vermögen dann, wachsen, dann heißt das ja, dass Deutschland die, bleiben. Das können Sie dann abhaken. Die gehen dann einfach weg, so wie es in der Vergangenheit war. Und da habe ich jetzt die Familie Porsche und Piëch angeführt. Die sitzen längst in Österreich und andere gehen dann in die Schweiz. Und das werden Sie so, wenn Sie diese Vermögensteuer einführen, das weiß im Prinzip jeder. Diese Milliardäre werden Sie kaum bekommen. Das heißt, wenn Sie mit einer Vermögensteuer kommen oder mit einer Erbschaftssteuer, das ist wahrscheinlich eher der Mittelstand, den Sie dann da abschöpfen. Und damit Ihre eigene, letzten Endes, Ihre also eigene Wählerschaft. Es gibt natürlich in sehr vielen Ländern dieser Welt eine vernünftigere Besteuerung von Vermögen, als es das in Deutschland gibt. In Deutschland haben wir die Situation, dass nur 3% des gesamten Steueranteils, also des gesamten Steueraufkommens aus Vermögen stammt. Das ist in anderen Ländern deutlich höher. Und selbstverständlich ist es möglich, Vermögen stärker zu besteuern. Und ich sage mal so, also durch die Vermögensteuer, wie wir sie vorschlagen, ja, ist es ja nicht so, dass dadurch, bei 1% Besteuerung pro Jahr, also das würde natürlich etwas abschöpfen. Und dieses Geld brauchen wir doch dringend für die Schulen, um die zu sanieren. Wir brauchen sie für bezahlbaren Wohnraum. Wir brauchen das, um das Pflegepersonal vernünftig zu bezahlen und die Krankenhäuser zu sanieren. Und wer sagt, wir wollen Reiche nicht stärker besteuern und wir wollen die Konzerngewinne nicht besteuern, der muss ja eine Antwort darauf geben, wie man das sonst bezahlen soll. Und wir brauchen Investitionen in den wir Klimaschutz, sind jetzt schon ein in Land die Verkehrswende, mit dem in die Gesundheit, Europa, in die Krankenhäuser. Also von daher jetzt schon ein muss Land man ja dann die Frage Steuern. Stellen, wer es sonst bezahlen kann.
Ja, aber wir sind jetzt schon ein Land, naja, wir haben den Anteil, das ist so nicht richtig, was Sie sagen. Der höchste Anteil am Steueraufkommen haben die Umsatzsteuern, das heißt also zum Beispiel die Mehrwertsteuer. Das sind eben gerade die unsozialen Steuern, die es gibt. Auch bei der Einkommenssteuer liegen wir sehr, was die Unternehmensbesteuerung und die Vermögensbesteuerung angeht. Dann haben wir da eine völlig andere Situation. Und deswegen bei der Einkommenssteuer liegen wir aber schon sehr weit oben. Die, die sehr, sehr viel Geld haben und die, die sehr hohe Einkommen haben, müssen natürlich vernünftig an der Finanzierung auch öffentlicher Aufgaben beteiligt werden. Dafür setzen wir uns ein. Sie sagen selber, die Vermögen in diesem Land wachsen. Warum wachsen die? Nicht, weil Milliardäre dafür irgendwie arbeiten, sondern weil das die Werktätigen sind, die diese Gewinne eben auch tagtäglich erwirtschaften. Ich habe nicht gesagt, dass die Vermögen gewachsen sind. Momentan sinken sie auch wieder. Und in Deutschland, das hatte ich eben auch gesagt, Deutschland liegt europaweit auf Platz 12 und im internationalen Vergleich weltweit sogar auf Platz 18. Frau Wissler, vielen Dank erstmal für dieses Gespräch. Dankeschön.